So, 3, 2, 1. Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Also 3, 2, 1, willkommen zurück bei Black Mirror 2017. Was haben wir erfahren? Der blöde Anwalt hat uns ganz schön verarscht. Und er will unseren Opa wieder zurückholen. Und ja, er ist der Sohn von Cecilia und ja. Wir erzählen mal einfach die Geschichte hier. Es ist das Haus. Der Fluch, der auf uns liegt. Durch das Böse, das unter diesem verdammten Ort lauert. Der schwarze Spiegel. Unsinn. Auf uns lastet kein Fluch. Wir haben vielleicht ein paar Tragödien erlitten. Wie jede große Familie. Aber das Herz eines Menschen kann böse sein, ohne dass ein Fluch oder... Zumindest darin sind wir uns einig. Vor allem ein Herz. Das meines Großvaters, ihres ach so geliebten Edwards. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit! Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. So. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen noch mal mit ihr reden, ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Scheiße. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt ein neuer Auftrag für uns ist. Baumrune, Pfeilrune, Sensenrune. Tagebuch. Finden Sie heraus, was Margaret weiß, öffnen Sie den Geheimgang im Kamin. Jetzt schnappen wir uns erstmal den Margaret. Wo ist sie hingegangen? War das hier der Rauchersalon? Ich glaube. Ja. Oh, hier brennt sogar Feuer. Wahnsinn. Sprechen. Nein, wollen wir nicht. Okay, sie sitzt nicht hier. Grammophon kann ich auch nicht anmachen. Dammit. Wo ist sie? Herr Butler ist ja tot. Der Gärtner ist so gut wie tot. Da war er auch gestorben. Alles so kompliziert. So, Esszimmer, hier ist natürlich nichts. Haben wir irgendwie ein neues Teil für meinen Schlüssel gefunden? Nein. Ein Stück der Kapellen. Boah. Verdammt. Der läuft ja schon wie so ein Wahnsinniger. David, drehst du durch? Schauen wir mal. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Kriege ich nicht auf. Tap, 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 tap. Finden wir was Neues hier bei meinem Vater im Zimmer?
Untersuchen. Hopp, hopp, hopp. Da ist nichts, da ist nichts. Oh, ein kleiner Globus. Die Markierung verläuft nahe Spanien. Was sind das für Zeichen? Ich weiß es nicht, aber im alten Flügel ist noch eins davon. Die Markierung verläuft nahe Spanien. Was sind das für Zeichen? Ich weiß es nicht, aber im alten Flügel ist noch eins davon. Nahe Spanien? Ich sehe da keine Markierung, aber... Na gut. So. Sonst noch irgendwas hier? Hopp. Mitte auch nichts. Gut, hier ist auch nichts. Der Scheibe kann man nichts machen. Schauen wir nochmal das Modell an. Also hier kommt das kleine Türmchen hin. Wo die Kapelle hin soll, weiß ich dummerweise nicht. So nicht. Mist. Okay, vielleicht ist die Alte wirklich zur Bibliothek gegangen, wie ich es gesagt habe, dass sie mal dort reinschauen soll. Ach nee, Quatsch, sie sollte ja in den Schreibtisch vom Opa reinschauen im alten Flügel. Ich will trotzdem noch mal kurz hier in der Bibliothek schauen. So. Können wir nichts machen? So, sind wir eine Runde gelaufen und raus mit uns. Da, hopp. Ist er hier hochgegangen? Hier ist wieder zu. Und die sind unverändert verschlossen für uns. Tack, tack, tack. Alter Flügel. Ich kam mit... Oh! Globus untersuchen. Nach unten drehen. Links drehen. Okay, wir wollen untersuchen. Schlüssel. Okay. Kreis, Dreieck, das. Schlüssel. So. Zack. Dann würde ich sagen. Wenn wir das so haben.
dann muss der mittlere nach unten. So. Anschauen. Ja. So. Er passt nicht. Was sollte passen? Das nach da, das nach da. Hey, das war Quatsch. Also noch eins weiter. So, jetzt. Er passt nicht. Okay. Dann nochmal den Schlüssel. Eins nach da, eins nach da, eins nach da. Schauen wir mal. Zack. Würde genau wieder passen. Perfekt. So. Nach links drehen, nach rechts drehen. Nach links. Oh. Warte. Spanien dran drehen. So. Wir müssen den großen Globus mal. Ach Quatsch, den kleinen Globus. Im alten Flügel nochmal anschauen. Wo sind wir hier? Hier muss es zum alten Flügel gehen. Oh, da ist sie doch. Das ist nicht er. Mein Edward hätte so etwas nicht geschrieben. So. Ich hau erstmal Globus an. Okay. Also das Sternchen ist hier über Neuguinea. Noch einer. Mit einer Markierung nahe Australien oder Tasmanien. Ja, Tasmanien ist da unten. Neuguinea. So. Sprechen wir mal mit der alten Oma. So. John. Hören Sie zu, Lady Margaret. Das hier ist wichtig. Rory sagte, zwischen meinem Vater und mir wäre noch etwas ungeklärt. Wissen Sie, was er meinte? Ich kannte deinen Vater nicht so gut, wie ich es gern getan hätte. Tut mir leid, ich... Für Geheimnisse ist keine Zeit, Lady Margaret. Sie sehen doch, was uns das gebracht hat. Tut mir leid. Alles, was hier passiert, es ergibt keinen Sinn.
Ich kann dir nur sagen, dass dein Vater von dem Modell des Schlosses im Herrenzimmer besessen war. Ich meide den Raum schon seit Jahren. Okay, und was ist mit dem Kamin? Wissen Sie, wie Andrew durch den Geheimgang im Kamin kam? Nein, das weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihn durch die Halle schleichen hören, bevor er in Eddies Zimmer ging. Aber sicher bin ich nicht. Okay, und Edward? Wie denken Sie jetzt über Ihren teuren Ehemann? David, das hilft uns nicht. Mein Edward würde, könnte so etwas nicht schreiben. Es muss Andrew gewesen sein. Oder auch Eddie. Ja, ja, der war es. Nicht Edward. Nicht mein Edward. Andrew? Niemand hört so etwas gern, aber am Stammbaum der Gordons blüht der Wahn und sie wissen es. Sie haben erlebt, wie er ihre Familie auseinanderreißt. Andrew ist das Ergebnis dieses Wahnsinns. Dessen, was ihr Mann Cecilia angetan hat. Nein! Er hätte sie nie angefasst. Er... Möchten Sie sich hinsetzen, Lady Margaret? Nein, nein. Mir geht es gut. Es ist nur... Er war immer gut zu mir. Er hat mich geliebt. Auf seine Art. Ach Gott. Gut, dann machen wir mal eine kleine Pause. Ich sag Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.